Und damit... Ich vergesse es einfach jedes Mal, dass der Typ immer in unseren ersten Satz reinredet. So, was ich eigentlich sagen wollte. Willkommen in unserem schönen Turm, im Turm des Overlords. Und wir machen jetzt endlich mal ein bisschen weiter bei unserer Himmelsspitze. In unserer Himmelsspitze, dem Sumpf. Da gehen wir auch gleich mal hin. Teleportieren. Wir haben ja letztes Mal die blauen Schergen aus ihrem... soll ich schon sagen, aus ihrem Versteck geholt, aber das ist ja kein Versteck, obwohl ist es ein Versteck gewesen. So ein halbes Versteck. Auf jeden Fall, wir haben sie aus ihrer Höhle geholt, damit sie uns dienen können. So ihre Bestimmung. Okay, letztes Mal waren wir auch bei den Granatengänsen da hinten. Da haben wir ja auch was geholt. Ich weiß jetzt zwar ehrlich gesagt gerade nicht mehr, was wir da geholt haben. Ich glaube, das war... Was war denn das? War das Gold? Ich weiß nicht mehr. Irgendwas haben wir da geholt. Auf jeden Fall machen wir uns jetzt auf in Richtung Kanalisation. Die wäre da unten. Und dazu brauchen wir blaue Schergen. Da hinten ist auch nochmal irgendwas Blinkendes. Wisst ihr was? Dann nehme ich jetzt einfach mal schnell ein paar blaue Schergen mit. Ich kann in dem Fall... Ich nehme jetzt einfach mal alle blauen Schergen mit, die ich mitnehmen kann. Nein. Keine roten. Ihr versauft mir nur wieder im Wasser. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal... 20 blaue Schergen mit. Das ist schon ein witziges Völkchen hier. Aber alle schön in Reihe und Glied und in der Formation. Okay, dann watschen wir da mal rein. Und dann, jetzt können sie einfach mal die da schon nehmen, diese, was ist denn das? Statue ist es nicht, diese Säule. Das Wort hat mir gefehlt. Ups, was ist denn das? Oh, verdammt. Kommt alle mit. Alle mitkommen. Ich, ja. Das war natürlich jetzt unerwartet. Das war sehr unerwartet. Jetzt gehen wir einfach mal, oder jetzt bringe ich einfach mal wieder ein paar blaue Schergen nach Hause. Kommt da rein. In dem Fall lasse ich dann 5 da. Die können dann helfen, beziehungsweise reanimieren, falls hier irgendjemand kaputt gegangen wäre. Und, also, tot wäre, geworden wäre, tot werden wird. Und, tja, die kommen jetzt da nicht raus. Das ist schon mal schlecht. Ja, aber die Roten, die holen die schon her. Ja, sehr schön. So, und jetzt einmal angreifen, bitte. Ach, nee. Alle natürlich. So, ob das was wird. Mhm. Ja. Also die Blauen, die machen ihren Job. Die mischen da zwar mit. Ich weiß nicht, inwiefern die da hilfreich sind, aber sie holen auf jeden Fall die anderen, die Toten, und reanimieren sie. Also reanimieren im Sinne von wiederbeleben. Ja, reanimieren ist da, glaube ich, das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Gut, ich glaube, ich werde jetzt einfach mal die Roten an irgendeiner Stelle positionieren. Damit ich mit meinem Blauen dann die anderen restlichen Zombies aus dem Sumpfgebiet da holen kann. Na, kommt. Erledigt das sich selber oder müssen wir da ein bisschen nachhelfen? Okay. Die Roten, die bleiben jetzt einfach mal stehen. Die Braunen bleiben da stehen. Und mit meinem Blauen gehe ich jetzt da durch. Und lock die einfach mal ein bisschen zu mir. Sehr schön. Und dann können nämlich die Braunen da gleich mit angreifen. Genau. Und falls einer sterben sollte, haben wir ja immer noch unsere Blauen. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Zumindest sieht das so aus. Jetzt logge ich die, die hier noch ein bisschen zu mir her. Kommt mal bitte mit, der hat ja gar keinen Kopf da. Na, kommt. Hallo, der eine hat keinen Arm, der andere hat keinen Kopf. Lustiges Völkchen. So. Normalerweise müsste das Wasser die Typen ja wieder löschen. Eigentlich. Aber das macht es anscheinend auch irgendwie nicht. Ja, zum Glück für uns. So, da ist ein Blauer gestorben. Wieso nimmt er den nicht? Hallo, ihr Blauen. Da, jetzt. Meine Güte. Musste die erst extra dazu animieren, den Typen wieder zu beleben. Naja, auf jeden Fall. Die Blauen haben wir noch, genau. Kann man die jetzt allein hier ausschalten? Da brauche ich jetzt keine Blauen dazu und auch keine Hilfe von meinen anderen Kollegen.
Und der hier ohne Kopf. Ein Wunder, dass der überhaupt sieht, wo er ist. Ja, und jetzt zerfällt er auch noch in 1000 Einzelteile. Den erledigen wir auch noch von selber. Ich will jetzt nur schauen, ob wir hier irgendwas übersehen haben. Ich hoffe ja nicht. Da brauchen wir nochmal die andere Schergen-Crew dazu. Das ist hier irgendwie... Ach, das ist wieder der Weg zum Lager direkt nach oben. Ja gut, der kann bis jetzt mal ein bisschen versperrt bleiben. Das sind Kisten. Komme ich da durch? Ich glaube, da gibt es eine unsichtbare Wand. Nein, da komme ich sogar durch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Sag bloß, wir können da so eine Art Rundgang machen. Was ich auch hoffe, ist, dass unsere anderen Schergen uns jetzt nicht folgen und dann die jämmerlich versaufen. Ah. Ich hätte jetzt erwartet, dass hier wenigstens ein paar Zombies wären oder ein paar Granatengänse, aber hier ist ja echt alles ruhig. Gut, und da komme ich nicht weiter. Da ist, ja, ein Stein im Weg. Aber da könnten wir nochmal durchgehen. Jetzt will ich aber nochmal schauen, ob es hier vielleicht was gibt. Da schaut mal bitte da rein. Ja, und was es da alles gibt. Kommt, alles aufmachen hier, bitteschön. Die Fässer kann ich zerledigen. Zerlegen, nicht zerledigen. Und da gibt es noch genügend, was ihr mir bringen könnt. Achso, ich habe genügend Mana. Okay, dann ist das klar, warum ihr das nicht holt. Aber jetzt schaue ich trotzdem nochmal da durch. Das sieht mir recht einödig aus hier hinten. Ist ja nicht umsonst ein Sumpf. Da bräuchte ich grüne. Oh, jetzt ist das Wetter schlechter geworden. Zumindest sieht das so aus. Das sind ein paar Drohnen. Bringt aber nichts. Es ist lediglich ein Grün. Ah, da kommen wir auch nicht durch. Okay. Das ist irgendwie so eine natürliche Absperrung, damit wir da nicht weiterkommen. Naja, hätte ja sein können. Aber da geht's weiter. Jetzt haben wir hier gleich so einen kleinen Rundgang gemacht um das Schloss hier. Um, wer ist das denn? Um Himmelsspitze. Ach nee, da sind wir hergekommen. Haha, genau. Ja, mitdenken müsste man können. Gut, aber jetzt gehen wir auf jeden Fall wieder zurück. Und ich denke mal, ich nehme jetzt nur blaue Schergen mit, weil ich meine, durch die Kanalisation kann ich nur blaue mitnehmen. Ist ja irgendwo logisch. Und die anderen würden mir dann versaufen, deswegen... Oder ich lasse gleich alle da. Ich meine, das ist ein neuer Abschnitt. Hat man ja vorhin gesehen, als wir die Zombies da erledigt haben. Und von dem her denke ich mal... Ist da was? Nö. Von dem her denke ich mal, dass wir dann spätestens dann wieder im neuen Abschnitt neue Schergen holen können. Nicht nur Wasserschergen. Sondern eben auch richtige. Also, ups, was ist denn das? Was, sind wir das? Ist das unser Ein- und Ausgangspunkt da oben? Sieht mir fast so aus. Aber dass der gleich so eine riesen Rauchwolke macht, das ist mir, ist mir gar nicht aufgefallen. Naja, okay, gut, jetzt wissen wir das. Also, dann halt, ich muss erstmal meine anderen Schergen wiederholen. So, und hol jetzt in dem Fall einfach mal nur Wasserschergen. Achso, alle muss ich ja da auswählen. Und da tun wir auch alle rein. Aber ich glaube, die fünf Wasserschergen, die reichen mir da jetzt mal am Anfang als Anhängsel. Ich meine, die kommen sowieso wieder. Von dem ist mir das jetzt wurscht. Wo geht's denn da hin? Ich komme hier nicht in die blöde Kanalisation rein, weil ich die ganze Zeit irgendwas anderes sehe. Kommen wir da hoch irgendwie? Nö, da ist alles zu. Ach, das ist jetzt, glaube ich, das Areal mit den Granatengänsen. Ja. Ja, okay. Haben wir das auch gesehen? Beziehungsweise, da waren wir ja schon, von dem her... Müssen wir da jetzt nicht nochmal extra hinter. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Kanalisation da rein. Die unteren Straßen, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Die sind tot, so richtig tot. Die werden nicht wieder aufstehen und durch die Gegend torkeln. Mhm. Das ist eine klare Sache, Herr. Echt? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, das ist ja anscheinend irgendwie so ein, genau, so ein Zurück, so ein Wegpunkttor. Ich hätte jetzt aber erwartet, dass ich hier irgendwo blaue Schergen holen könnte, beziehungsweise andere Schergen holen könnte, aber... Scheint nicht der Fall zu sein. Ja, vielleicht gibt es irgendwo später nochmal so ein... So ein Punkt. Wenn nicht, dass wir nochmal zurückgehen und uns die blauen Schergen holen. Okay.
Okay, okay. Also ich glaube echt, wir müssen uns hier mit den blauen Stärken begnügen. Wenn dem so ist... Ach, da drüben. Ich wollte gerade sagen, wenn dem so ist, muss ich jetzt zurückgehen und nochmal blaue Schergen holen, weil mit 5 kann ich da recht wenig ausrichten, aber da ist ja zum Glück nochmal so ein blaues Schergennest, mit denen wir ein paar holen können. So. Alle bitte. Muss ich schauen, dass ich genügend blaue Lebenspunkte wieder einsammeln kann. Da hinten ist jetzt nichts, bis auf eine Truhe, die können sie auch mal kaputt machen. Aber da, ja, nichts Interessantes. Schauen wir mal da drüben, aber da ist genauso uninteressant. Aber ein bisschen an Kampfkraft gewinnen sie. Deswegen ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, wenn sie die Drohnen kaputt machen. Das ist jetzt echt nicht deren Ernst, oder? Wie will ich denn bitte schön da drin die Braunen rausholen, wenn ja alles unter Wasser ist? Oder geht das überhaupt? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Na, ich will es jetzt lieber nicht riskieren. Mal schauen, vielleicht schaffe ich das sogar ohne irgendwelche Braunen und Roten und Grünen. Und na, allein nur mit den Wasserschergen. Okay, was ich machen... Nee, was ich... Ich kann nicht machen. Dann greif doch bitte schön an. Oh je, das ist, glaube ich, eine ganz schlechte Idee. Das ist sehr schlechte Idee hier. Zumindest sieht das so aus. Die, probieren sie alle zu reanimieren, ja, wie sagt man denn da? Zu reanimieren. Wir haben ja noch einen, der irgendwie lebt. Das ist ganz schlecht. Au je. Jetzt sind sie alle tot. Das ist jetzt natürlich sehr beknackt. Tja. So viel zu dem Plan. Jetzt kann ich höchstens ausprobieren. Jetzt habe ich hier gerade 20 Schergen in den Sand gesetzt. Das ist jetzt, das stinkt mir jetzt wirklich. Aber wenn das anders nicht geht, ich kann jetzt mal probieren, die Braunen hier aus dem Wasser rauszuholen. Aber ich glaube es fast nicht, dass das funktioniert. 44, hatten wir vorhin auch schon so viele. Weil nämlich da das Wasser dazwischen ist. Und wenn mir jetzt hier der eine versauft, dann kann ich das knicken, den Plan. Ja, der kann ich vergessen. Kann ich vergessen. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, ob ich die vielleicht hier rausnehmen soll, ertrinken, jämmerlich ertrinken lassen sollte und die dann mit den Blauen hier an Land schaffen soll. Aber das bringt mir in dem Fall auch wieder nichts, weil ich ja da auch wieder durch Wasser durch muss und dann fängt die ganze Geschichte noch von vorne an. Also, ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Aber wo geht's denn eigentlich da? Ich denke mal, das wird irgendwo da hinten dann sein, beziehungsweise... Ja, da werden wir schon irgendwie drauf kommen, wie wir da hinkommen. Aber auf jeden Fall muss ich jetzt die anderen Zombies dann noch irgendwie erledigen und mir auch wieder ein bisschen Lebenskraft holen, zurückholen. Na, greift die mal bitte an. Ich helfe euch. So, hier einmal angreifen. Kommt, helft ihr mal da bitte. Und hier ist auch noch einer. Ja. Jetzt schauen, schaut bitte schön, dass die hier alle... ups, da ist noch jemand. Dass wir die hier alle reviven. Sonst war das ein recht kurzes Abenteuer. Und wie viel habe ich verloren? Ich habe 3 verloren. Habe ich denn immer noch 24? Sehe ich, das ist da knapp. Ja, also ich habe nämlich gerade gedacht, die habe ich irgendwie wieder zurückbekommen, weil da wieder 44 stand. Aber... anscheinend doch nicht so der Fall. Gut, das haben wir auf jeden Fall hier aufgeräumt. Jetzt gehen wir mal da durch. Ich hoffe mal, dass wir jetzt hier irgendwo auch wirklich andere... Ach du Schande. Das wäre jetzt auch... Moment, da können die ersaufen. Ich glaube ja nicht, aber wenn mir jetzt hier einer folgt, dann könnte ich meine gesamte Armee auf diesen einen hier hetzen. Vielleicht bringt das ja was. Ja, sehr gut. Gestorben ist in dem Fall keiner. Ist schon mal ein Anfang. Also die muss ich anscheinend echt alle einzeln erledigen, dass mir das irgendwas bringt. Aber ich werde jetzt hier auch nochmal alle Kisten zerstören, denn ich brauche Mana und Lebenskraft, solange da keiner kommt. Da kommen sie schon angewatschelt. Aber das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Könnt ihr das auch noch zerstören?
Ja, aber da gibt's in dem Fall nichts. Gut. Versuch war's wert. Da ist eine Kiste. Und da sind Zombies. Ja. Kommt weg mit euch. Der Overlord hat noch Kraft. Die erledige ich jetzt selber, die Kiste. Aber da scheint nichts da zu sein. Gott, da ist ein Säbel. Nimm dir den. Okay, weiter geht's. Ach Gott. Ja, das, super. Granatengänse habe ich jetzt eigentlich nicht gedacht, nicht mit gerechnet, dass die nochmal hier unten drin sind. Aber, ich hoffe mal, das wird jetzt hier kein Gemetzel, sag ich mal. Also sprich, Gemetzel, Granatengänse metzeln meine blauen Schergen nieder. Das wäre jetzt eher suboptimal, sag ich mal. Weil ich eigentlich die blauen doch echt gerne behalten würde. Zumal ich auch nicht wirklich viel von denen habe. Kommt, mach mal das bitte schön kaputt. Das scheint mir so, als ob es da irgendwas Interessantes geben könnte. Und wir müssen ja auch nochmal zurück zu den Elfen. Weil wir da ja auch noch einen Eingang haben. Wir müssen ja die Wurzelstränge da noch zerstören. Ich glaube, 3 Stück sind das noch, die ausstehen. Und die würde ich auch ungerne... Oje, oje, oje. Ja gut, wir brauchen erst die anderen... Kommt, den erledigt dann mal bitte schnell. Wir brauchen erst die anderen 3 Stöckchen. 2 Stöckchen sind es, nicht 3 Stöckchen. Um da drüben das Rad da zu betätigen. Einer ist in dem Fall schon vorhanden, deswegen brauchen wir keine... 4.